In den letzten Videos haben wir ja gelernt, dass die Elektronenkonfiguration keine einfache klassische Newtonsche Umlaufbahn ist. Und dass im Bohrschen Atommodell, also nochmal zur Wiederholung, was wichtig ist, der Kern ist ja nur ein winziger kleiner Punkt im ganzen Volumen eines Atoms. Und das Elektron verläuft ja nicht in Umlaufbahnen wie ein Planet um die Sonne. Statt Umlaufbahnen haben wir ja Orbitale, das sind Wahrscheinlichkeitsfunktionen. So ein Orbital, angenommen, das hier ist der Kern, und wenn ihr irgendeinen Punkt im Raum um den Kern nehmt, würde das die Wahrscheinlichkeit beschreiben, das Elektron dort vorzufinden. Genau genommen könnte es einem beliebigen Volumen sein, in dem ganzen Raum, und dort eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Wenn wir jetzt nun einfach uns Schnappschüsse vorstellen, zum Beispiel das 1s-Orbital würde so aussehen. Man kann es kaum sehen, aber es ist eine kleine Kugel im niedrigsten Energiezustand eines Atoms. Wenn du jetzt einige Schnappschüsse machst, nehmen wir mal an, wir nehmen vom Helium Schnappschüsse, es hat ja zwei Elektronen im 1s-Orbital, dann würde das Ganze so aussehen. Es könnte hier sein, es könnte da sein oder es könnte da sein oder da, da, da. Und wenn wir jetzt ganz, 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 ganz viele Schnappschüsse machen, dann hättest du viele hier in der Mitte, dann am Rand würde es ein bisschen dünner werden, wenn du weiter rauskommst. Es wird immer wahrscheinlicher, es innen zu finden, als außerhalb zu finden. Obwohl er das Elektron vielleicht auch mal hier draußen findet oder hier, könnte es sich eigentlich überall befinden. Wenn du also sehr viele Beobachtungen machst, wirst du sehen, was die Wahrscheinlichkeitsfunktion beschreibt. Sie sagt einfach, es ist eine geringe Wahrscheinlichkeit, es hier außen zu finden in diesem Volumen und sehr hohe Wahrscheinlichkeit, es hier drin zu finden. Und wenn du jetzt diese Diagramme eines Orbitals siehst, sieht es deswegen ähnlich wie eine Kugel aus. Wie eine Kugel. Versuch es mal in 3D zu zeichnen. Das ist die Außenseite und Innenseite. Das sagt aber eigentlich nur, wo kann ich das Elektron in 90% der Zeit finden. Also okay, ich kann das in 90% innerhalb von diesem Kreis finden. Aber hin und wieder kann es auch außerhalb sein. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann das passieren. Ihr könnt das Elektron immer noch hier außen finden. Okay, im letzten Video haben wir ja gesagt, dass die Elektrone die Orbitale auffüllen, vom niedrigsten Energiezustand, niedriger Energie, zu einem hohen Energiezustand. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen, als würde ich Tetris spielen. Ihr kennt ja das Spiel Tetris. Ich staple also diese Würfel aufeinander. Unten, da setze ich den ersten Würfel hin, am niedrigsten Energiezustand. Diesen niedrigen Energiezustand passt noch einer hin. Ich habe aber nur eben diese Breite zur Verfügung. Den dritten Würfel muss ich jetzt aber auf den nächsthöheren Energiezustand setzen. In diesem Fall wäre es potenzielle Energie. Das ist klassische Newtonsche Physik. Aber im Prinzip ist es mit Elektronen genau das Gleiche. Wenn ich also zwei Elektronen im 1s-Orbital habe, das beispielsweise ist die Elektronenkonfiguration von Helium 1s2, kann ich das dritte Elektron eigentlich ja überall finden. Aber diese zwei Elektronen werden das dritte abstoßen. Also muss ich zum 2s-Orbital gehen. Wenn ich das 2s-Orbital hier oben drauf zeichne, dann wird es ungefähr so aussehen. Hier, 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 ich setze hier grün. Hier habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit und die legt sich eben um das 1s-Orbital herum. Wenn ich es also beispielsweise mit Lithium zu tun habe, Lithium hat ein extra Elektron, dann könnte ich das vielleicht so hier beobachten, aber hin und wieder könnte es hier oder hier sein, aber die höchste Wahrscheinlichkeit ist eben hier in diesem grünen Kreis. Es wäre in dieser Schale, die das Zentrum, den Kern umgibt, dann wäre es in dieser Schale. Das ist so, wie es hier auch steht, ich hoffe, ihr könnt sehen. Es ist also die 2s, es ist die blaue Schale, die zweite Energieschale, die liegt darüber.
Und war hier oben, könnt ihr es besser sehen, in den höheren Energieschalen. Das ist die siebte Energieschale, ist zum Beispiel hier in Rot, rot dargestellt. Jetzt habt ihr eine Vorstellung davon, dass es Energieschalen gibt. So überlagern sich die Energieschalen eine nach der anderen. Also hier könnt ihr dann sehen, dass das allgemeine Prinzip ist, dass die Elektronen die Orbitale auffüllen. Von der niedrigsten Energieschale zum höchsten. Zuerst wird es 1s, das ist das 1s-Orbital. Es kann zwei Elektronen unterbringen. Die zweite ist 2s, da kommen noch zwei rein. Und jetzt wird es interessant. Das sind die zwei, mit den zwei p-Orbitalen geht es weiter. Das sind diese hier. Ich zeichne sie euch hier mal ein. Das ist das 2p-Orbital. Die haben Unterschalen Z, X und Y. Was heißt das nun? Die p-Orbitale sehen also wie eine Handel aus. Wenig unnatürlich, aber ich werde euch demnächst zeigen, dass das wie eine stehende Welle ist. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diese Handeln anordnen könnt. Eine in Z-Richtung, links und rechts, eine in Y-Richtung und eine nach vorne und nach hinten. Wenn ihr nun die P-Orbitale zeichnet, dann würden sie so aussehen. Dann füllt ihr ein Elektron hier auf, eins hier, dann kommt das nächste. Über Spin und so weiter werden die demnächst reden, aber dort, dort und dort. Das bezeichnet man als Hundsche Regel. Vielleicht mache ich mal ein Video darüber, aber ist nicht so wichtig jetzt an dieser Stelle. Also nach dieser Regel, und ich wollte, dass ihr ein Gespür dafür bekommt, wie das aussieht. Schaut mal her, soweit man sowas Abstraktes überhaupt anschauen kann. Aber wenn ihr die p-Orbitale sehen wollt oder die Elektronenkonfiguration für, na, sagen wir mal, Kohlenstoff, das ist ja hier drüben, dann sieht es so aus. Die ersten beiden Elektronen gehen in 1s1 und 1s2. So, und dann, ich zeige es euch mal hier drüben, dann wird 1s2 aufgefüllt, das ist die Kohlenstoffkonfiguration. Und 1s1 und dann kommt 1s2. Das kommt jetzt von Helium. Dann kommt ihr zur zweiten Schale. Deswegen heißt es Periodensystem. Hier in der zweiten Reihe ist die zweite Schale. Danach füllt ihr die 2s-Schale auf. Das ist in der zweiten Periode. 1, 2. So, jetzt könnt ihr alles sehen. Also ihr füllt diese 2 auf. Das ist das 2s2. Und dann werden die p-Orbitale aufgefüllt. Hier fängt es an mit 1p und dann 2p in der zweiten Schale. 2s2, 2p2. Und wenn ihr jetzt dieses Orbital sehen möchtet, genau das hier, das sind also die p-Orbitale, dort haben wir zwei Elektronen drin. Und ich zeichne mal euch noch ein paar Achsen hinein. Na, es ist zu dünn, nochmal. Ich zeichne das jetzt mal dreidimensional. Und ja, mit Pfeilen obendran. Wenn ich nun eine Reihe von Beobachtungen mache, von den Elektronen in den p-Orbitalen, angenommen in der z-Dimension, dann könnt ihr es mal hier, mal hier, mal hier. Wenn ihr dann immer weiter beobachtet, dann, wenn ihr ihn weiter beobachtet, dann würdet ihr sehen, dass das eben so etwas wie diese Handelform bekommt. Genau diese Handelform, wie ihr sie hier auch seht. Das andere Elektron in der X-Richtung, da machst du auch wieder eine Menge von Beobachtungen. Ich zeige euch das mal in einer anderen Farbe, in Gelb. Ihr macht also weiter Beobachtungen und dann ist es wahrscheinlich, dieses Elektron hier oder hier eben innerhalb von dieser Handel wiederzufinden. Oder hier, es ist einfach wahrscheinlicher, es innerhalb dieser Handel zu finden, als weiter draußen. Und so kann man das euch vielleicht am besten auch klar machen. Also was wir hier jetzt machen, ist die Elektronenkonfiguration. Und diese Art, es darzustellen, wird im Chemieunterricht auch verwendet. Und ich mag sie auch wirklich sehr gerne. Also ihr nehmt das Periodensystem und ihr sagt, diese Gruppen, genauer gesagt, also diese Spalten, füllen die S-Orbitale. Das ist die S. Und diese hier drüben, ihr könnt auch hier S hier oben drauf schreiben,
Und diese füllen die P-Orbitale auf. Diese füllen die P-Orbitale aus. Die P-Orbitale, ja, wir müssen da Helium mal rausnehmen. Und genau genommen solltet ihr Helium hier nach rechts rübernehmen. Das Präionensystem organisiert euch die Elemente, damit sie einen Sinn ergeben, auch um die Orbitale zu verstehen. Ich schneide jetzt mal das Helium aus, schneide es mal aus und füge das jetzt mal hier drüben ein, das Helium. Okay? Jetzt seht ihr, im Helium habt ihr das 1s1 und das 1s2. Das ist die 1s1 und 1s2 ist in der ersten Schale. Okay? Die Konfiguration von Wasserstoff ist nur einfach 1s1. 1s1. Ihr habt nur ein Elektron in der S-Unterschale, in der ersten Energieschale. Und die Konfiguration von Helium ist 1s2. Und dann erst füllt ihr die zweite Energieschale auf, beispielsweise Lithium. Habt ihr wieder 1s2. Dort kommen die ersten zwei Elektronen rein und dann 2s1. Und ich glaube, jetzt könnt ihr langsam das Muster erkennen. Machen wir beispielsweise mal beim Stickstoff weiter. Hat also drei Elektronen in der P-Unterschale. Ihr könnt auch von hinten anfangen. Wir sind jetzt also in der zweiten Periode, in der zweiten Zeile. Dann ist es 2p3. Ich könnte es also so notieren, 2p3, die letzten drei Elektronen gehen ins p-Orbital, diese zwei kommen in das 2s2-Orbital hinein, 2s2, und die ersten beiden auf dem niedrigsten Energieniveau werden 1s2 sein. Das ist die Elektronenkonfiguration von Stickstoff. Und um sicher zu sein, dass ihr es auch richtig gemacht habt, zählt ihr einfach die Elektronen. 2 plus 2 plus 3 gibt 7. Wir sprechen ja über neutrale Atome. Die Anzahl der Elektronen und Protonen ist ja gleich. Also haben wir es gut gemacht. Wir reden also nur von den S- und von den P-Orbitalen. Das ist ziemlich eindeutig. Wenn ich jetzt also beispielsweise Silizium hier unten haben will, wie wäre es denn dann? Also wir sind in der dritten Periode, 1, 2, 3, das ist die dritte Reihe und das ist der P-Block hier drüben, die zweite Reihe vom P-Block, 2, 3, 4, 5, 6, wir sind in der zweiten Reihe des P-Blocks, also beginnen wir mit 3P2, dann haben wir 3S2, dann haben wir alles im P-Block aufgefüllt. Dann haben wir noch 2P6 und 2S2 und dann haben wir natürlich noch die 1S2, so wie üblich. Das ist die Elektronenkonfiguration von Silizium. Wir können das Ganze bestätigen, dass wir 14 Elektronen haben. Wir haben nämlich 2, 7 plus 3 plus 2 und 2 macht zusammen 14, also haben wir es richtig gemacht. Ich glaube, jetzt ist die Zeit schon auch wieder vorbei. Im nächsten Video werden wir uns dann damit befassen, was denn im D-Block kommt. Und ihr könnt schon erraten, was da passieren wird. Wir werden da diese D-Orbitale auffüllen. Und die schauen noch bizarrer aus als die P. Aber die Art und Weise, wie ich darüber denke, ist, glaube ich, ja, ganz gut. Aber wir wollen jetzt keine Zeit damit verschwenden, was mit dem Kern passiert, sondern wir kommen jetzt einfach zu diesen bizarren Orbitalen. Das ist doch jedoch eine Art des Gleichgewichts, wie diese stehenden Wellen stabil sind. Und auch wie die Protonen mit der positiven Ladung, die Elektronen gleichzeitig diesen ausweichen. Das ist einfach ein Prinzip auch der Massenverteilung.